Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen hier bei uns im KRONE.at WM-Studio und wir sind wirklich heiß auf diesen WM-Tag. Wir, das sind Max Schmidl, KRONE-Comedian und absoluter WM-Experte und Felix Gasselig, der ein echter Fußballexperte ist, eine Legende der Wiener Austria früher und auch bei Ajax Amsterdam sehr erfolgreich. Danke euch beiden einmal fürs Dasein. Felix, fangen wir gleich mit dir an. Ein Match, auf das wir uns schon so richtig freuen, Brasilien-Mexiko. Ja, ich hoffe, dass es auf jeden Fall besser ist als wie die beiden gestrigen Spiele. Das wird nicht Brasilien. Schwer. Ja, das wird nicht schwer, aber ich hoffe auch, dass die Toranzahl höher ist. Ja. Und dass also auch die fußballerische Qualitäten endlich einmal zutage treten von den Mannschaften. Gestern war es ein bisschen ein Jammer. Bei Max Schmidl ja wirklich überraschend, haben wir noch nie gehabt, einen Experten, der in beiden Ländern gewohnt hat, die gegeneinander antreten. Sehr lange in Brasilien gewesen. Richtig, gell? Was hast du dort gemacht, Brasilien? In Brasilien habe ich Bananen gepflückt, ja, auf so einer Plantage, in sehr jungen Jahren noch damals. Ja. Und in Mexiko habe ich das Ganze dann zu Saft verarbeitet. Ganz lange Haare damals gehabt. Richtig, ja. Vielleicht schaffen wir es dann in der Pause, dass der Thomas wieder ein Foto, dass man ein Foto von ihm einspielen, wie er damals noch in Brasilien war. War eine schöne Zeit, das denke ich gerne zurück. Mexiko, hast du den Saft nur verkauft, sonst nichts gemacht? Gepresst. Gepresst. Bananensaft wochenlang gepresst. Ja. Gut, bevor wir jetzt auf diesen großen Hit losgehen und uns das Spiel zur Brust nehmen, die Aufstellung ist gerade eingetrudelt übrigens, noch zu den gestrigen Partien. Felix, hast du schon gesagt, wenig Tore, es war viel Stückwerk. Die Russen sind weiter, wir hätten damit gerechnet. Also, wie wir schon gesprochen haben, habe ich Spanien zumindest im Halbfinale erwartet. Zusätzlich ist dann gestern gekommen, dass das erste Mal, glaube ich, bei einer WM war, dass kein echter Stürmer auf dem Feld war bei den Russen, die in einem 5-5-System gespielt haben. Der Chuba war, glaube ich, nur als Tarnung, als Nummer 22 eingesetzt, hat auch nur hinten ausgeholfen. Und für mich ganz schrecklich die Spanier, weil sie aus diesen sogenannten sehr vielen Pässen einfach nicht zusammengebracht haben und verdient ausgeschieden sind. Das wollte ich dich jetzt fragen als Fußballexperte, als Experte der feinen Klinge. Da sagt man ja, prinzipiell haben wir immer gesagt, dieses Tiki-Taka, die vielen Passes. Ja. Tiki-Taka war ja einmal berühren früher, jetzt machen sie das gar nicht mehr so. Was bringt das wirklich, außer dass ich den Gegner vielleicht irgendwann zermürbe, aber gegen einen Underdog habe ich doch null Vorteile dadurch, oder? Ja, darum habe ich auch gesagt, ich hoffe heute, dass die Stürmer treffen, weil bei den Spaniern der Costa ist ein Konterstürmer. Erst haben sie dann gut gespielt, die letzten 10, 15 Minuten in der Verlängerung, wie der junge Moreno von Valencia hereingekommen ist. Weil der war schnell, der war giftig, den konnten sie den Lochpass spielen. Und das haben sie natürlich in den 90 Minuten hat das komplett gefehlt und der Costa hat mir wirklich leid getan. Weil was soll ein Stürmer machen, ein Konterstürmer, der nie einen Pass bekommt. Und es wird nur rundherum gespielt wie beim Handball. Es war eher ein Handballspiel als wie ein Fußballspiel. Max, du bist ja auch ein Fan der taktischen Raffinesse. Ja, ich frage mich, warum ich da bin, mit dem Brennspiegel herausgearbeitet von Felix Gasselig. Ich meine, er ist Austrianer. Wir haben sofort entdeckt. Ich weiß, Felix Gasselig gab 83 bis 85 bei Ajax. Richtig. Holländischer Meister. Richtig. Naja, Finale. Da haben wir schon das Tiki-Taka geübt, mein Johann. Da haben wir schon geübt. 100 Kicker, ne? Jetzt haben wir mehr Tor gemacht. Haben aber auch bessere Stürmer, wie einen Van Basten. Stimmt, ja. Einen Fahnenburg und einen Rob de Witt, das waren schon Top-Stürmer in der damaligen Zeit. Fahnenburg kann ich mich auch noch erinnern, ja. Indianer, ein echter Indianer, ja. Der ist aus niederländisch-Guyana gekommen, war flink und hat sehr gut kicken gekonnt, war aber sehr gefährlich in der Halbzeit und nach dem Spiel. Ich glaube, Indianer darf man gar nicht mehr sagen, Felix. Muss man aggressiv. Sehr aggressiv, wie Indianer. Ach so, mit Pfeil und Bogen, ja. Hat er immer mitgehabt, Pfeil und Bogen? Hat er immer mitgehabt. Verbal, Pfeil und Bogen, hat er immer mitgehabt. Max, für wen schlägt dein Herz heute? Na, Mexiko natürlich. Ich bin immer für die Kleinen. Für die Kleinen. Das wäre natürlich sehr geil, wenn die weiterkommen. Vor allem, ich habe ja auf Kroatien getippt jetzt, Weltmeistertitel. Mhm. Habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen. Kommt schon in die Nähe. Und ich hoffe sehr. Ich war ja gestern fix und fertig. Ich habe es mir dann nicht mehr anschauen können, weil sie wirklich nicht gut gespielt haben gestern. Nein. Ganz, ganz schlecht. Ich meine, die Dänen waren zwar brav, aber so wie sie über Argentinien drüber gefahren sind, die Kroaten, ich habe mir gedacht, das machen sie mit Dänemark auch. Aber das war Die Dänen sind ein unterschätzter Gegner, so wie die Schweden. Haben sehr gute Fußballer, aber ihnen fehlt auch ein Top-Stürmer. Wir haben auch, glaube ich, knapp 20 Spiele nicht mehr verloren gehabt, die Dänen davor. Richtig. Auch gestern eigentlich nicht verloren, zumindest nicht in der regulären Spielzeit. Ja. Was sagt ihr zu der Videoschiedsrichterentscheidung? Habe ich total beim Russland-Spiel noch habe ich total merkwürdig gefunden. Das waren zwei Fouls, hätte eigentlich unbedingt einen Elfmeter geben müssen. Aber keiner, der Schiedsrichter, wollte scheinbar nicht die Russen heimschicken. Gell? Naja, ich habe gestern eigentlich gar keinen braucht, keinen Videobeweis.
die beiden Schiere waren meiner Meinung nach, war das alles in Ordnung. Meine Frau sagt, der Putin hat das gekauft und Russland kommt ins Finale. Sagt meine Frau. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Für Putin. Da gibt es noch die Chinesen. Da muss man aufpassen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber Saudi-Arabien, die Petrodollars haben scheinbar nicht ausgereicht. Das hat nicht gereicht. Ja. Der Öltanker vor dem Schwarzen Meer hat nicht genügt. Aber als Scherz beiseite, wirklich schön zu sehen, gestern die Bilder Kaspar Schmeichel und Peter Schmeichel auf der Tribüne. Es zahlt einer drei Elfer und die scheiden trotzdem aus im Elferschießen. Hat es auch noch nicht oft gegeben. Das ist echt bitter, weil der Tormann, der hat so viel geleistet gestern und in Wirklichkeit ist er dann später mit leeren Händen dagestanden. Tut irrsinnig weh und auch wenn der Max gesagt hat, die Kroaten haben ja noch Glück gehabt, das zweite Mal der Modric, weil das war vielleicht so viel beim Fuß vorbei wie bei Akinjev, der hat den weggeschossen. So knapp. Ja. Wenn er den wieder schießt, sind die Dänen weiter, aber die haben ja so schlecht die Elfer geschossen. Also und Kroatien ist sicherlich spielerisch die bessere Mannschaft. Aber, das muss ich noch zu Max auch sagen, körperlich sind sie mir ein bisschen komisch vorgekommen, die Kroaten zweite Hälfte. Meinst du das Lasch? Ich glaube, dass sie schon ein bisschen... müde sind. Na, ich finde es toll, aber dass der Schmeichel gleich seinen Sohn und dass der auch so ein Talent ist. Ne? Ja, man sagt immer, Talent überspringt eine Generation, aber der ist genauso stark. Oder der Großvater war noch viel besser. Angeblich. Sensationeller Torwart gewesen. Max, was kriegst du für deine 5.000 Euro, die du da auf Kroatien gesetzt hast? Nein, ich habe nicht 5.000. Ich habe aber 100 Euro habe ich gesetzt. Und was gibt's da? Elferquote. Ich habe relativ früh gesetzt. Wenn du heute auf Mexiko würdest setzen oder vielleicht schon gesetzt hast, gibt es 7,5-fache, habe ich gesehen. Ja, das ist gar nicht so viel. Gar nicht so viel? Na ja, Mexiko schon, hat die Chance, dass Brasilien schlägt. Das stimmt. Das hat die Möglichkeit, die sind sehr gut. Und der Angstgegner von Brasilien. Mexiko aber es ist eine gute Quote, 7,5, oder? Ja, ja, das ist nicht so normal, viel. Wenn die Brasilianer mit diesen Fußballern, müsste man schon höher noch ein bisschen den Sieg bewerten von Mexiko. Kommen wir mal ganz kurz zur Aufstellung vielleicht. Bei keine großen Überraschungen, man weiß, dass Marcelo angeschlagen ist, derzeit nicht dabei ist. In der Grundelf der Brasilianer, Alisson Becker im Tor. Wir sehen es auch gerade eingeblendet. Hinten wieder Miranda, Thiago Silva, Fagner rechts außen, auch einer, der mir gut gefällt. Der spielt stark, ja. Luis Felipe, klar, als Ersatz für Marcelo. Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar natürlich und Jesus vorne. Jetzt frage ich dich was, Felix. Für mich ist der Jesus dennoch einer, wo ich sage, für so eine Weltklasse-Mannschaft wie Brasilien ist er vielleicht ein bisschen zu wenig Torschütze vom Dienst vorn. Wie siehst du das? Na, das soll er vielleicht auch sein. Der soll nur den Raum freimachen für Neymar oder für die aufrückenden Spieler, ja, so wie in Coutinho. Also der muss vorn die Verteidiger beschäftigen, bewegen und vielleicht ab und zu einen Abroller ergattern. Aber sonst soll er eigentlich die Wege freimachen für Neymar und für Coutinho. Neymar, der letzte ganz große Superstar, der noch bei dieser WM im Einsatz ist. Messi schon heimgefahren, Cristiano Ronaldo. Wer ist von den... Modric ist auch ein Grote. Aber zu den Top 3 zählt er einfach nicht. Die drei stehen überall. Nicht so? Ja. Ich glaube, das können auch Zahlen eindeutig belegen, was die an Werbeverträgen haben. Es sind schon noch eine andere Liga. Ja. Wer ist für dich, siehst du ja sehr ähnlich. Ne? Wer ist für dich der absolute Liebling? Wie meinst du jetzt? Von den dreien, wenn du einen auswählen müsstest. Von welchen dreien? Von den drei Superstars, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Da habe ich ja schon damals gesagt, also jetzt Ronaldo, muss ich sagen. Also der hat mir schon gut gefallen. Rapid braucht sowieso einen Stürmer. Ja. Der stichelt dauernd. Treffen wir uns nicht ins Tor. So wie wir würden Messi, Neymar und Ronaldo brauchen. Bei der Austria. Okay. Wir würden alle drei brauchen. Wer stürmt nächstes Jahr bei der Austria derzeit? Israeli, ich glaube Turgemann heißt der. Ja. Und dann ist der Friesenbichler, hat keinen Verein gefunden. Und der Mondschein. Schauen wir mal, was rauskommt. Aber wir haben auch keinen echten Knipser vorne. Der Mondschein, den haben wir eigentlich als Knipser geholt. Geholt, ja, aber er hat selten gespielt unter den Trainern. Aber wir brauchen einen Top-Stürmer. Rapid hat angeblich, habe ich gelesen, einen Serben von Kopenhagen. Ja, der ist schon fix. André Ivan informiert, ist das, also sehr kurz, ein Pavlovic, glaube ich, heißt der. Okay, ja, und der zweite ist der Ivan, den haben sie auch gerade geholt. Auf Leihweise, aber der. Aber ich glaube, so was ich gehört habe von den Serben, von meinem Freund ist der recht stark, der Pavlovic. Ah, wirklich? Mhm. Na schau, dann holen wir ihn. Das hat mein Jelicak gesagt. Ja, stimmt. Bei Rapid, ja. Gespannt bin ich auf Wacker Innsbruck, den für mich derzeit einer der stärksten Sturmangriffe in der Liga. Also der Dedic ist gut. Und zurückgekommen ist Patrick Ehler, der ja im Jahr davor sensationell war. Super. Wir spielen gleich in der ersten Runde gegen. Im neuen Stadion gegen Innsbruck. Und da wird es kein Pleite geben. Könnt ihr euch anschnallen, das wird das werden. So wie bei Rapid damals, haben wir auch verloren. Gegen 5-0 gegen Ried. Nein, aber gegen
die anderen. Aber erstes Spiel im neuen Allianz-Stadion in der Bundesliga. Spiel bei dem 5-0 und da ist das Stadion aufgestanden und gesagt, Rapid wird Meister. Ja. Alle haben gesagt, Rapid wird Meister nach dem Match. Es ist sich nicht, Max, wie viel da waren es dann am Ende? 8 oder 9. Ich will nicht drüber reden. Ja, von unten vielleicht. Ein Albtraum. Aber es geht uns ja beiden schlecht. Geht beiden schlecht. Das heißt, wir sind gebrannte Kinder. Wir kennen also der Wiener Fußball ist, ja, wir kennen uns gegenseitig. Es ist vielleicht die Chance, um zusammenzuwachsen. Ja, nur wenn Wien stark ist, ist der österreichische Fußball stark. Das tut, müssen wir wieder hinkommen. Das aber du machst ja eh so viel im Nachwuchs. Wieso schaffen wir es nicht, eine gute Mannschaft zu kriegen? Kroatien, Belgien, alles kleine Länder, wieso schaffen wir das nicht? Habe ich schon tausendmal gesagt, Max. Sagen wir es nochmal. Ich will keiner die Wahrheit hören, dass die Ausbildung einfach bei den Buben so stattfinden muss, wie es früher im Käfig war. Und das wird in den meisten, also bei den Vereinen in Wien nicht so gemacht. Obwohl viele Türken und Serben und Kroaten spielen. Und die spielen auch im Käfig. Aber du brauchst dann eine gewisse Disziplin, eine gewisse Richtung des Nachwuchsfalls, dass die Burschen wirklich mit 17 in der ersten spielen. Schau mal, wer spielt bei uns mit 17 Jahren in der ersten? Da spielen sie früher in der englischen Premier League. Oder in Deutschland. Also wie bei uns. Ja, wie kann man das dann ändern? Naja, die Buben sofort reingeben. Wenn sie gut sind, zum Beispiel die Austria jetzt probiert mit dem Fitz, der ist 17 Jahre oder wieder 18, der hat jetzt schon ein paar Mal gespielt. So müsste es bei Rapid funktionieren. Ich habe gute Freunde bei Rapid. Ihr habt einen sehr guten Nachwuchs auch, ihr habt eine sehr gute Amateurmannschaft. Aber wo? Jetzt kaufe ich einen Pavlovic, jetzt kaufe ich einen Ivan, wo soll der Stürmer von Rapid, Amateure oder von Rapid U18 zu Rapid einriechen? Der letzte war der Schaub wahrscheinlich. Ne? Und der Munjakovic, glaube ich, oder Mujakovic, der ist jetzt weggegangen, ne? War ein Stürmer. Also die Talente gibt es bei uns in Wien, nur man muss sie fördern und forcieren im eigenen Verein. Der es nicht schafft, den kann ich ja verleihen. Aber ich sichere den Nachwuchs von Rapid. Das beste Match, was ich heuer gesehen habe, sage ich ganz offen vom Publikum da, war U15 Austria gegen U15 Rapid im Allianzstadion. Das war eine der besten Partien vom Einsatz, von der Technik. Da war der Scherb, der U15-Trainer, alle Leute waren begeistert. Wie viele Zuschauer waren? Nur die Eltern, sonst war keiner dort. Keiner schaut sich. Wir sind ausgegangen. 3-2 für Rapid. Ja, super Partie hast du. Nein, war wirklich. Wir hätten sie müssen gewinnen, aber wir haben zweimal nicht aufgepasst hinten, aber es war eine Bombenpartie. Eine der besten Spiele, die ich heuer im Frühjahr gesehen habe. Und die Austria-Amateure gegen Karabach. Das war auch ein Topspiel. 5-0 gewonnen, da haben wir gesehen, da sind gute Buben da. Nur die müssen spielen in der ersten. Das sind auch schon 20, 21. Schon fast vorbei. Also mehr spielen, die Jungen. Spielen, genau so ist es. Also an die. Da spielt der Spieler bei England, der Rashford, der hat zwar nicht immer gespielt, aber der ist mit 17 Jahren bei Manchester United reingekommen. Oder der Mbappé ist ein Wahnsinn, 19. Oder der Mbappé, naja, das ist auch so einer. Stimmt, ja. Bei uns würden sie noch sagen, Uli, hast noch 2 Jahre Zeit, gut. Dann geht's auch noch. Aha. In 2 Jahren kannst du auch noch spielen. Liebes Expertenteam, wir haben nur mehr 3 Minuten. Ich möchte noch ganz kurz, es ist nicht so wichtig, ich weiß, es ist nicht so wichtig, aber Mexiko-Brasilien fängt bald an. Ganz kurz, eure Tipps sind mir noch sehr wichtig. 2-1 für Brasilien. Max? Sollen wir das dauern gegen einen Gasserlich wetten? Das ist sicher. 1-2. Sag ich, also, ich sage 2-1 Mexiko. Kann schon bestellen. Aber ist das jetzt alles auch nach regulärer Spielzeit schon, gell? Das ist regulär, nichts Verlängerung. Minuten, ne? 90 Minuten. Ich sage, es geht mit einem 1-1 in die Verlängerung. Das wäre schön. Und Elferschießen sage ich dann kurz vorm Elferschießen. Ja, so. Da sind zwei gute Goalleute drinnen, das wird ganz spannend. Wir schnallen uns schon an. Übrigens, Sie wissen das daheim nicht, wir haben ein sensationelles Catering heute bekommen. Nicht so wie beim ORF, Lachs und Hummer, sondern Marillen aus Max Schmidls Garten. Richtig. Ja. Die werden uns frisch kann halten. Kann man nur sagen, perfekt. Haben wir sehr gut geschmeckt. Ja. Am liebsten habe ich es aber im Knödel. Ja, das habe ich leider nicht mit, Felix. Ja, wir werden schauen, das nächste Mal vielleicht sogar warme Kost hier bei uns im Studio. Super Fußballkost kriegt ihr ja jetzt natürlich bei der Weltmeisterschaft Brasilien-Mexiko. Ich wünsche euch dabei wahnsinnig viel Spaß. Wir werden da sicher haben. Wäre oft lustiger zu sehen, wie es während der Halbzeit bei uns hier zugeht. Und in der Pause hört sie uns dann wieder. Bis dahin, viel Spaß. Baba. Tschüss.